CSU-Fraktion das Wort. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer. Bilanzrecht steht nicht gerade auf der Hitliste der Themen. Wir sind die Letzten am Freitagnachmittag. Und der Saal ist nicht mehr besonders gefüllt. Und das ist ziemlich traurig. Und deshalb möchte ich eingangs, fast würde ich sagen, vor allen Dingen auch für die Zuhörer, sagen, worum es eigentlich bei Bilanzen geht. Herr Bitterle hat das im Übrigen ganz ähnlich auch schon gesagt. Es geht in erster Linie darum, den Wert eines Unternehmens zu ermitteln und darzustellen. Denn wie viel ein Unternehmen wert ist, das müssen wir wissen, um feststellen zu können, ob es etwas an die Gesellschaft da ausschütten kann, letztlich auch, ob es etwas an die Arbeitnehmer ausschütten kann. Und wir müssen es wissen, wenn gehandelt wird in den Anteilen dieser Unternehmen, letztlich, darum geht es hier in erster Linie bei Aktiengesellschaften, für die Frage, was ist die Aktie wert? Früher haben wir hier, ich sage das mal, Erbsenzählerei betrieben. Wir haben alle Einzelteile addiert, sozusagen die Maschinen, die Schornsteine und die Grundstücke, und haben gesagt, das ist der Unternehmenswert. Der Ansatz im Bilanzwert geht auch heute noch so. Allerdings, wir wissen, dass der Unternehmenswert deutlich mehr ist als die Summe nur der Einzelteile. Und deshalb gehen wir heute im Bilanzrecht hin, nehmen selbstgeschaffene immaterielle Wirtschaftsgegenstände, Vermögensgegenstände zur Kenntnis, bilanzieren oder beziehen ein die Forschungs- und Entwicklungskosten. Und das alles ist richtig, weil es Teil einer, ich sage ganz bewusst, Nachhaltigkeitsstrategie ist, zu der wir auch noch weitere Vorstöße im Bilanzrecht erwarten. Hinzuweisen in diesem Zusammenhang, darüber diskutieren wir gerade, ist die CSR-Richtlinie auf europäischer Ebene, die Corporate Social Responsibility Richtlinie, die das einbeziehen wird. Wichtig aber ist die Vergleichbarkeit der Werte, da solche Unternehmensanteile ja auch grenzüberschreitend gehandelt werden. Und deshalb haben wir genau in diesem Punkt einen europäischen Rechtsrahmen bislang in Form von zwei Richtlinien, die eine, die den Einzelabschluss regelt, die andere, die den Konzernabschluss regelt. Und dieser Rechtsrahmen wird jetzt zusammengefasst in der schon angesprochenen europäischen Bilanzrichtlinie. Dieser Rahmen ist wichtig wegen der Vergleichbarkeit, und wir gehen in manchen Punkten, was die internationalen Rechnungslegungsstandards für die Vergleichbarkeit angeht, sogar noch darüber hinaus. Diese Zusammenfassung ist der Kern des Gesetzesentwurfs, denn wir müssen diese Richtlinie in deutsches Recht umsetzen. Und deshalb enthält das Gesetz, das muss man nun auch sagen, auch viele technische und sprachliche Details. Politisch wichtiger aber ist die Ausnutzung der Wahlmöglichkeiten, die die Richtlinie gibt, der Spielräume. Und dazu hat Staatssekretär Lange ja schon einiges gesagt. Denn was wir machen wollen, ist die Schwellenwerte des Paragraphen 267 HGB anzuheben, die der Abgrenzung von kleinen, mittelgroßen und großen Kapitalgesellschaften dienen. Und hinter diesen Schwellenwerten stehen unterschiedlich intensive Prüfungsmaßstäbe, unterschiedlich intensive Offenlegungsstrategien, und das bedeutet, dahinter stehen auch Kosten. Und Transparenz, das muss man deutlich sagen, wir brauchen sie, aber sie ist nicht umsonst. Und Jahresabschlusskosten bei einem großen börsennotierten Unternehmen gehen in die Millionen. Und deshalb, Herr Peterle, Sie haben recht, wenn Sie sagen, wir wollen richtige Zahlen und wir wollen auch Unabhängigkeit des Abschlussprüfers. Aber wir müssen abwägen zwischen der Frage, was kostet es, die richtige Zahl zu bekommen, und den Kosten, die das Ermitteln genau dieser richtigen Zahl verursacht. Und unsere Abwägung geht da einen Schritt weiter in die richtige Richtung. Wenn die gesamten erwirtschafteten Kosten eines Unternehmens in die Eigenkontrolle weggehen, dann ist das Unternehmen tot. Was wir deshalb machen, wir heben die Schwellenwerte auf das EU-weit höchstzulässige Maß an. Und das ist, wie gesagt, eine deutliche Kostenersparnis. Die Bilanzsumme für kleine Kapitalgesellschaften wird von knapp 5 auf 6 Millionen, die Umsatzgrenze auf 9,7 auf 12 Millionen Euro angehoben. Und für die mittelgroßen und großen Kapitalgesellschaften geht es von 19 auf 20 in der Bilanzsumme und bei den Umsatzerlösen auf 40 Millionen Euro rauf. Für Kleinstkapitalgesellschaften gibt es eine Gegenentwicklung, so meint man, allerdings meines Erachtens eine sachliche Richtigstellung, dass bestimmte vermögensverwaltende Kapitalgesellschaften, wo durchaus Missbrauch auch bestehen kann, in diesem Punkt ganz in Ihrem Sinne, aus den Prüfungserleichterungen herausgenommen werden. Insgesamt, und das sollte man deutlich sagen, geht es um eine Kostenersparnis für den deutschen Mittelstand
von ca. 90 Millionen Euro. Vielen Dank für den Vorschlag. Bei diesen Zahlen gibt es eine ganze Reihe von technischen Einzelheiten. Die Angabepflichten, da möchte ich darauf hinweisen, werden für die Kleinkapitalgesellschaften herabgesetzt. Man muss umgekehrt sagen, und dann sind wir wieder bei der größeren Richtigkeit von Zahlen, aber auch bei den damit verbundenen Kosten. Für die großen und mittelgroßen Kapitalgesellschaften werden auch weitere Angabepflichten eingeführt. Wir steigern in diesem Punkt auch die Transparenz. Und deshalb müssen wir eben bei den kleinen Kapitalgesellschaften, die uns am Herzen liegen, ein bisschen auch heruntergehen. Ich möchte nur eine Querbemerkung dazu machen, weil wir das ja gerade im Moment diskutieren. Stichwort Frauenquote. Wir wollen ja auch die Angaben im Zusammenhang mit der Frauenquote in den Lagebericht reinschreiben. Ich selbst habe das vor einiger Zeit vorgeschlagen und halte das auch für richtig. Aber man muss auch hier dazu sagen, das löst Kosten aus und es löst auch gewaltige Kosten aus. Aber wir müssen eben genau diese Abwägung vornehmen. Und an dieser Stelle eben zeigt sich, dass wir im Wege des politischen Prozesses versuchen, ein richtiges Maß zwischen diesen Kosten und der Information und dem Informationszugewinn hinzubekommen. Was ist sonst noch? Es wird verbessert die Transparenz bei den Kapitalgesellschaften und Co. Das ist die GmbH und Co. Die wird in ihrer Vergleichbarkeit mit der Kapitalgesellschaft verbessert. Für diejenigen, die sich ein bisschen mit Bilanzrecht beschäftigt haben, die Angaben unter dem Strich, das sind die sogenannten Eventualverbindlichkeiten, werden in den Anhang verschoben. Und was den Konzernabschluss angeht, bleibt die phasengleiche Gewinnvereinnahmung zulässig. Das bedeutet, es kann auf der Obergesellschaftsebene schon zu dem Zeitpunkt vereinnahmt werden, wo es auf der Untergesellschaftsebene reinkommt, obwohl es eigentlich erst im nächsten Jahr dort ankommt. Aber aus Gläubigerschutzgründen wird dort eine Ausschüttungssperre vorgesehen. Und ob das möglicherweise gesellschaftsrechtlichen Folgeanpassungsbedarf nach sich zieht, wird man sehen müssen. Neue Berichtspflichten für den Rohstoffsektor aus Gründen der Korruptionsvermeidung, davon haben wir schon gehört. Meine Kollegin Launert wird das wahrscheinlich gleich ein bisschen intensiver ansprechen. Aber kein Gesetzentwurf ohne Verbesserungsmöglichkeiten, auch wenn mir bewusst ist, dass wir in einem relativ eiligen Verfahren hier sind. Und da möchte ich nur drei Punkte ansprechen. Einmal, der Begriff der Umsatzerlöse soll zurückgehend auf die Richtlinie neu definiert werden. Dabei soll einerseits die Umsatzsteuer ausgeklammert werden, andererseits aber, und das ist hier entscheidend, die bisherige Beschränkung auf die für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit typischen Umsätze fallen gelassen werden. Ob das wirklich die Vergleichbarkeit in der Zahlenabfolge, in der Zeitfolge fördert, da habe ich gewisse Zweifel, obwohl ich sehe, dass die Richtlinie genau dies so vorgibt. Ob man hier möglicherweise eine höhere Transparenz im Sinne des Vergleichs dessen, was aus der normalen Geschäftstätigkeit erzielt wurde, mit in Abgrenzung von den anderen Umsätzen, ob man das in irgendeiner Weise hinbekommt, darüber sollten wir reden. Und man wird weiter darüber nachdenken müssen, ob man bei den Offenlegungsanforderungen im Rahmen der von der Richtlinie vorgegebenen Wahlrechte für nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen nicht noch etwas nachsteuern kann. Denn bei aller Sympathie für Transparenz, es ist ganz sicher nicht im Sinne deutscher Unternehmen, wenn man mit einem Mausklick aus der ganzen Welt, und so ist es im Augenblick durch Abrufen der Daten des elektronischen Bundesanzeigers, auch sämtliche Angaben des Lageberichtes nachverfolgen kann. Und da geht es nicht nur um die gerade schon zitierten Daten, die wir vielleicht irgendwann in dieser Form da reinbekommen, was die Geschlechterparität oder Gleichbehandlung angeht, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass der Lagebericht zukunftsorientierte Daten umfasst und damit letztlich auch die Geschäftsidee des Unternehmens in sehr großer Weise offenlegt. Ob das wirklich in dieser Weise offengelegt werden muss, wie wir das im Augenblick hier im Entwurf sehen, darüber werden wir reden müssen. Und schließlich, letztens, Tochtergesellschaften sind unter bestimmten Voraussetzungen von der Pflicht zur Aufstellung eines Einzelabschlusses befreit, wenn sie in den Konzernabschluss ihrer Mutter einbezogen sind. Eine der Voraussetzungen ist, dass die Mutter die Verluste der Tochter übernimmt. Hier könnte man den Text des Gesetzentwurfs jetzt so lesen, dass es dabei möglicherweise zu einer Verschärfung gegenüber dem geltenden Recht kommt. Und da habe ich Zweifel, ob das so gewollt ist und ob es, wenn es so gewollt sein sollte, den Unternehmen, die hiervon betroffen sind, wirklich dient. Das alles wollen wir gemeinsam beraten. Ich freue mich auf die gemeinsamen Beratungen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Dr. Gamke von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort.